Arbeiter. Können wir das schaffen? Bob, der Meister. Jo, wir schaffen das! Buggy und Mixi, Rudel und Bob, Apple und Wendy machen den Job. Doch auch der Rollo gehört dazu. So wird die Arbeit erledigt im Nu. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob, der Meister. Jo, wir schaffen das! Puschel und Feder sind stets vergnügt, was nur an Rumpel und Knolle liegt. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob, der Meister. Jo, wir schaffen das! Gut, ich glaube, das ist alles, was wir brauchen, Buggy. Säcke mit Zement, Eimer mit Farbe, alles andere haben wir ja schon da. Okay, Bob, dann können wir losfahren. Los geht's, Bob! Klasse, Bob! Rock and roll! Riesig! Also dann, Team, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Ich glaube schon, ja. Bis später dann! Hallo, Rumpel. Morgen, Bob. Wow, die fahren ja vielleicht schnell. Wieso kannst du eigentlich nicht so schnell fahren, Rumpel? Weil ich ein Trecker bin, Knolle. Ich wünschte, ich wäre auch so schnell wie die. Dann wäre ich Knolle, die superschnelle Vogelscheuche. Ist ja gut, Knolle. Wir müssen weiter. Du weißt, wir haben was für Bauer Gurke zu erledigen. Gib mal richtig Gas, Rumpel. Schnell zu fahren macht Spaß. Jung. Da wären wir. Jetzt kannst du den Müll von meinem Anhänger in die Recycling-Container umladen. Knolle, so macht man das aber nicht. Ich mache das aber so. Hör mal zu. Die Dosen gehören in diesen Container da und die Flaschen in den da. Dieser Container, der Container ist doch alles bloß Müll, Rumpel. Knolle. Der ist ja schon gut, Rumpel. Dosen in dieses Ding, Flaschen in dieses Ding hier. Oh, was ist mit Kochtöpfen? Wohin gehören die? Da drüben rein, denke ich. Na gut, bitte. Oh, was ist denn das? Hey, sieh dir das an! Eigentlich sollen wir Sachen in die Container reintun und nicht irgendwas rausnehmen. Das hier ist aber nicht irgendwas, mein Lieber, das sind Räder. Für mich sehen sie nach Schrott aus. Jetzt ist Schluss mit dem langsamen Dahinschleichen. Dazu fehlt mir bloß noch eine Kleinigkeit. Wir treffen uns auf dem Hof wieder, Rumpel. Knolle, wo willst du denn hin? Oh, oh. Das ist kein Müll, sondern genau das, was ich brauche, um aus Knolle die schnellste Vogelscheuche zu machen, die es je gegeben hat. Hallo und guten Tag, Bob. Alles soweit in Ordnung? Hallo, Herr Brauer. Ja, ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Sehr gut. Ich habe die Straße für Sie sperren lassen, wie wir besprochen haben. Danke, Herr Brauer. Sicherheit muss sein. Ganz richtig, Herr Brauer. Was bauen wir denn, Bob? Ja, bauen wir eine Rennbahn? Eine Rennbahn? Grundgütiger, nein, ganz sicher nicht, Mixi. Ihr macht das Gegenteil. Ihr führt verkehrsberuhigende Maßnahmen durch. Oh, riesig. Ich liebe beruhigende Sachen. Oh, was sind verkehrsberuhigende Maßnahmen, Herr Brauer? Weißt du, Mixi, das sind Maßnahmen, damit die Leute sicher über eine Straße gehen können. Und diese Maßnahmen, machen die dann alle ruhiger? Nein, das nicht. Sie zwingen die Autofahrer dazu, langsamer und sehr vorsichtig zu fahren. Rollo fährt immer ganz langsam. Langsam kommt man auch ans Ziel. Ja, ganz richtig, Rollo. Gut, also Sie machen das schon, Bob. Ich muss noch eine andere Baustelle inspizieren. Bis später dann. Ist gut, Herr Brauer. Also dann, Team, wir dürfen nicht langsam sein. Fangen wir mit dem Bauen an. Können wir das bauen? Jo, wir schaffen das! Was machst du denn da, Knolle? Tada! Hier kommt Skateboard Knolle, die schnellste Vogelscheuche der Welt. Das hast du da drin gemacht. Aus dem Weg, Rumpel. Jetzt komme ich. Weißt du denn, wie man Skateboard fährt? Ich bin ein Skateboard-Experte, mein lieber Rumpel. Oh, nein, hau ab! Du dämliche, gefiederte, kreischende Krähe! Hör mal, Knolle, hast du nicht gerade gesagt, du wärst Experte? Bin ich auch.
Ich gehe jetzt und suche mir einen Platz zum Skaten, wo mich keine Krähe aus dem Gleichgewicht bringt. Oh, oh, oh. Warte auf mich, Knolle. Das möchte ich sehen. Buggy, ich brauche jetzt das Holz, ja? Okay, Bob. So, der Holzrahmen wäre soweit fertig. Jetzt können wir den Zement reingießen. Mixi! Mixi! Hallo, Mixi! Komm schon, Mixi, wir haben noch eine Menge zu tun. Oh, entschuldige, Bob. Ich höre gerade einen meiner Lieblingssongs. Der geht so. Ja, ich weiß, aber dazu haben wir jetzt keine Zeit. Ich brauche den Zement. Bist du dir ganz sicher, dass du weißt, wie man Skateboard fährt, Knolle? Natürlich weiß ich das, Rumpel. Ich bin ein Experte. Schon vergessen? Bello, nein! Geh mir aus dem Weg, Bello. Ich kann jetzt nicht mit dir spielen. Oh, du blöder, bellender, schwanzwedelnder Hund. Also du bist wirklich ein Experte, Knolle, stimmt. Ein Experte darin, mich zum Lachen zu bringen. Das ist überhaupt nicht komisch, Rumpel. So ist es gut, Mixi. Mach weiter. Fast geschafft. Halt! Der Zement ist auch alle, Bob. Danke, Mixi. Diese Pfosten werden schön feststehen, wenn der Zement erstmal getrocknet ist. So, jetzt streiche ich ihn noch ganz glatt. Gut, machen wir den Rest fertig. Ist ziemlich anstrengend. So, es wird Zeit, dass Skateboard Knolle die Stadt erobert. Ich glaube nicht, dass du auf der Straße skaten solltest, Knolle. Keine Sorge, Rumpel. Und auf geht's! Oh, nein! Knolle! Da! Warte, Knolle, du fährst zu schnell! Aus dem Weg! Knolle! Halt an! So, fertig. Die Straße ist jetzt bestimmt viel sicherer. Gut gemacht, alle zusammen. War kein Problem, Bob. Hat Spaß gemacht. Finde ich auch. Ich meine, das gehört ja auch zu unserem Job, nicht? Wer von euch möchte als Erster durchfahren? Ich möchte als Erster durchfahren, bitte, Bob. Bitte. Halt, Augenblick, bitte nur einer zur Zeit. Ich bin der Langsamste und sollte als Erster fahren. Aber ich kann auch langsam fahren. Wisst ihr, ich muss einen von euch auswählen. Und ich denke, ich nehme... Yeah. Oh. Knolle! Passt auf! Yeah. Oh nein! Knolle! Alles in Ordnung? Große Güte! Ich denke schon. Gut. Aber du weißt doch ganz genau, dass du nicht auf der Straße spielen darfst, Knolle. Das ist nicht erlaubt. Es ist zu gefährlich. Ich weiß, Bob. Entschuldige, Bob. Du, Bob, ich krieg den nicht mehr ab. Vielleicht kann ein gefiederter Freund dir helfen, ihn runterzukriegen. Oh nein, nicht diese furchtbare kreischende Krähe. Verschwinde!